Hey, guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gedacht, ich habe vielleicht eine interessante Möglichkeit der Vergeltung für euch und wollte euch die mal zeigen. Wir haben hier einen jungen Mann, der Louis heißt, von The Levelers. Deutsch Allianz, okay. 500 Tage dabei. Okay. Und ich dachte, warum interessant? Weil wir einmal hier den guten Zock drin haben. Dass wir den mal in Action sehen, auch als Gegner. Und die Wächtergazelle, die auch selten vorkommt, aber ja, übelst geil ist. Ich glaube, die wurde wie, auch, wie gesagt auch gebufft. Das ist natürlich der Kracher, ne? Eingehende Schäden um 50% reduziert, verleiht neuen Statuseffekten, Immunität. Puh. Ja. Regeneriert für sich selber Lebenspunkte. Natürlich hat er es hier clever gemacht, um Zock besser ins Bild zu setzen. Hat er natürlich Liana noch mit reingenommen, um einfach auch hier zu locken. Ne? Dass man mit Rot reingeht. Das interessiert uns natürlich gar nicht. Also mal gucken, wie es läuft. Das war's schon mal für die Gazelle. So, ihr seht, ich habe den Kampf jetzt also gewonnen. Brechen also ab und schauen nochmal, was geht, weil wir haben ja irgendwie jetzt nicht viel Action gesehen. Tja, auch dieses Mal scheint es so zu sein, dass hier nicht viel passiert. Wir werden also diesmal mal die Seiten wechseln. Mal gucken, dass wir Zock einmal noch stehen lassen. Jetzt lösen wir mal WLAN aus, habe ich vorhin nicht drauf geachtet. Schaut mal, was passiert bei Zock. Widerstehen. Er kriegt zwar den Direktschaden, aber er widersteht anderem Schaden. So, jetzt wollen wir mal mit Absicht auslösen. Mal gucken, was passiert. Sieht schon mal geil aus. So, und nun hat Fenrir einen gewaltigen Mana-Push bekommen. Wirke automatisch blindwürdige Angriffe auf einen zufälligen Helden, sobald sein Mana voll ist. Okay, was auch immer das heißt. Schauen wir mal nach. Blindwürdiger Angriff. Das sind 142 Schaden. Also in meinen Augen ist es jetzt nicht übertrieben geil. Es ist genauso wie Merlin und es ist Schrott. Meine Meinung. Es lohnt sich vielleicht eher, wenn man mehrere Zocks hat, dass mehrere Leute gleichzeitig befallen werden. Aber wenn man auch noch davon abhängig ist, dass das Mana des anderen voll saugt, stell ich mir vor, ihr habt einen langsamen Helden, der noch nicht viel Mana hat und der wird betroffen, dann ist es einmal ein Satz mit X, ne? Okay, soviel dazu. Schönen Tag noch.